Hallo meine lieben Freunde und herzliches Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Legends of the Skyward Sword. Ja, ich bin hier gerade ein bisschen am Rumrutschen, wie man eines sehen kann. Ich habe den rechten Weg schon mal abgeguckt, also rechts lang. Da ist nichts mehr, also sprich, es bleibt hier wirklich nur noch uns diesen Weg übrig, links. Ich dachte, ja, für euch ist es ein bisschen uninteressant, wenn ich die ganze Zeit nur da rum am Rumrutschen bin und dabei kommt... Ja, ist eigentlich nur Zeit, was gerade flöten geht. Und ja, ich habe meine Rubine voll. Damit habe ich mich auch eben schon die ganze Zeit genervt. Das ist kein Witz. Gebieter, ihre Rubine sind voll. Sie können keine einzige Rubine mehr nehmen. Ich mir aus der Geo. Danke, Fall. Ist hier vielleicht noch... Nee, fährt Kohle nur, aber sonst ist nichts. Wenn ich jetzt noch sehen würde, wo die Rutschbahn ist... Oh, Moment. Och, schau mal an, da unten. Gut gemacht, Link. Hat sich ja doch nochmal gelohnt. Sehr schön. Ich glaube, so viel bleibt uns gar nicht mehr. So, schon mal. Achso, ich teile muss ja. Na, nix. Ah, ich weiß, wo es ist. Wir haben doch eine Wand weggesprengt, Leute. Und haben uns doch gewundert, naja, nicht gewundert, aber wir haben eine Wand weggesprengt, da haben wir uns ja bemerkt gehabt, da waren wir doch gar nicht drin, wir waren ja erst hier oben. Lass uns da mal hingehen, aber ich würde vorschlagen, weil das sonst ein bisschen schade ist, wenn wir noch Rubine finden würden und wir können daraus nichts machen. Würde ich noch mal vorschlagen, wir gehen jetzt erst nach oben, in den Wolkenhort wieder. Und ich bin schon wieder falsch gelaufen. Mist. Sag mal, wie liegt Link denn da? Halb auf dem Stein, halb unterm Stein? Ich weiß, Link, ich weiß nicht, was du mit den Steinen machst. Ich will's doch gar nicht wissen. So. Man kann nämlich übrigens mit dem Aufwind hier wieder oben hoch auf den Berg kommen. Und da ist eine Statue, die benutzen wir gleich mal. Link, du brauchst echt bessere Konditionen. So. So, ins Wolkenmeer reisen. Jupp, möchten wir. Denn da oben, ich würde sagen, starten wir erst mit Terry im Besuch ab und danach machen wir uns doch mal ein bisschen auf für die Schatzsuche. Und dann werden wir dann wieder zurückkehren zum Vulkan Eldin, das letzte Teil holen und im nächsten Part geht's dann auf in den Dungeon, Freunde. So. Wie sieht's denn aus? Wo sind die ganzen denn? Da sind sie, 1, 2... Echt? Nur drei? Nur drei Stück? Ich dachte, wir hätten mehr gefunden. Egal. Vielleicht springt ja für uns noch eine zweite Flasche bei raus. Dritte meine ich. So, wo ist denn der Markt? Da unten, ne? Aber Terry treibt doch immer hier rum, ne? Terry, du alte Witzgurke! Wo bist du? Jetzt bin ich doch beim Markt rausgekommen. Ja, ist auch okay. So, wo ist der gute Terry denn mal? Terry ist gerade sogar bei mir in der Nähe. Und bei mir im Wolkenhort ist nämlich gerade auch eine Truhe aktiviert worden. Terry, komm mal her. Komm her, komm her, komm her. Diese... Jetzt komme ich da nicht ran wegen der Flitzpiepe, ey. Link, sag... Link, bist du irgendwie bescheuert? Man kann sich auch einfach da festhalten. Terry, du hast ganz im Ernst, hast immer noch ein komisches Kundensystem. So, dann schauen wir doch mal, was gibt es denn hier Schönes? Oh, Lebenskapital, auf jeden Fall die Wirkung schon, wenn du bloß sie trägst. Wie es schon Name sagt. Also krieg damit dein Herz wieder zu. 800, ja. Wäre zwar geil jetzt schon zu haben, aber ich bin eher in der kleinen Rubinbörse, weil ich habe keinen Bock, dass Fall mich mal nervt. 300 Rubin mehr, 400 Rubine gehört zu dir. Geh mal her.
Sehr schön. Ja, da freut sich der Terry. Oh, mit Zisch kannst du so ein Item tragen. Nehme ich nochmal. Abenteuerschein, eine weitere. Sehr schön. Oh, vielen Dank. Ja, trete uns bloß mit dem Pedal, ey. Muss voll anstrengend sein, der arme Kerl. Was ist das hier eigentlich für eine? Das hier ist eine Insektenmial. Sie entfaltet ihre geheimnisvolle Wirkung schon, wenn du sie bloß trägst. Sie zeigt dir an, wo sich Insekten befinden, das ist noch einmal richtig nützlich. Okay, 1000 Rubine, das habe ich nicht. Aber gut zu wissen, dass es die hier gibt. Dann haben wir die kleinen Sachen schon mal gekauft. Ich meine jetzt, einen weiteren Herzcontainer ist meines Erachtens nach jetzt nicht so extrem wichtig. Ich glaube, man kann sogar Terry irgendwo nachts treffen, wenn ich mich richtig erinnere. Aber wo das war, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist schon zu lang her. So. Was haben wir denn hier? Das war der Upgrade-Tiny, ne? Hier war auch eine Karte. Achso, das ist nur ein Gesicht da. Oh, ich will also meine kleine Dekotasche. Wenn ich jetzt eine Tasche könnte. Ach komm, das Geld haben wir nochmal eben. Und nochmal 10. Nochmal 100 weg. Für 10 weitere Deko-Kerne. Ist zwar jetzt nicht so wichtig, aber für die 100%, Leute, nehmen wir es natürlich mit. So, da können wir nochmal dran kriegen. Hi! Hey, willkommen in der Werkstatt. Ich kann dir die Items verbessern und deinen Schild reparieren. Also, was soll ich tun? Mach mal Items verbessern. Alles klar! Was kann ich machen? Das Schmetterlingsnetz habe ich alles nicht. Schleuder? Brauche ich noch Finsalben und habe ich auch nicht. Holzschild? Könnte ich machen, aber naja. Schmuckschädel? Oh, alles klar. Oh, ja, das sieht ja schon wieder gut aus. Komm, machen wir am besten ein Eisenschild. Ich benutze ein Schild kaum, aber was soll's. Jawohl, vergiss nicht, die Verbesserung kann nicht mehr rückgängig gemacht werden. Ja, mach mal. Okay. So, befähig, hier, yeah, der gehört dir. Hartnasenschein, dieser robuste Schild hält mehr aus als sein Vorgänger. Sei mir Bescheid, ob es passen soll. So. Okay, da brauche ich noch Wüstengras. Na komm, kann ich noch. Und dann mache ich den auch noch mal eben. Kein Problem. Mach dich mal ran, Kollege. Yeah! So. Gut. Ja, bis wir Items verbessern können, das dauert ja wohl noch ordentlich. Ja, finster Halbmond. Und vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Gut. Hast du irgendwas noch Schönes für mich? Jeden Trank, mein Trinkwirkung war wunderschön. Mhm. Wenn du einen Trank durch Alchemie verfeinern lassen willst, frag doch einfach meinen Mann da drüben. Der blaue? Der Trank arbeitet sich noch, mein guter. Warte noch, bis er fertig ist, ja? Achso, die Blubbern, die sind noch nicht fertig, oder was? Rüstungstrank, vermindert den Schaden, den du erleidest für eine bestimmte Zeit. Puh, 200 Rubine, das ist heftig. Wie die Leute alle immer enttäuscht sind, weil du eine Beratung willst. Schmieden auf dein Schild, um ihn zu reparieren und die Schildanzeige wiederzustellen. Und nicht nur das, dabei werden auch dein Herz noch. Ja, bisher habe ich die Schilder ja kaum noch benutzt.
So, dann nehmen wir mal den hier. Herztrank. Gut, dann her mit. Und so schnell ist man 600 Rubine los. Geht auch in echt ganz schnell. Wenn man, keine Ahnung, sag mal 80 Euro gekriegt hat, ist auch innerhalb ein paar Stunden können die weg sein. War auch 800 Euro. Sind auch schnell auf den Kopf gehauen. Kommt drauf natürlich an, was du mal machst. Wenn du damit gleich losrennst, sind keine Ahnung, für 800 Euro kriegst du schon zum Beispiel einen Gaming-Rechner holst. Oder wenn du es mit Klamotten ausgibst. Oder für Geschenke. Dann ist Geld immer sehr, sehr schnell weg. So, und ich habe hier doch eben gesehen auf der Karte, hier soll doch da tatsächlich... Hier soll irgendwo ein Artefakt der Göttin sein. Da! Wie komme ich denn da hin? Ich meine, eigentlich sind die Stäbe groß genug, da könnte Link locker durchkrabbeln. Zum Beispiel hier. Aber ich glaube eher, man muss dahin schwimmen. Und die Fähigkeit zu schwimmen, die ist bei uns leider noch nicht so dolle. Ja gut, wir können zwar schwimmen, aber wir können ja nicht tauchen. Ich habe schon eine Vermutung, wie ich dahin komme. Das ist auch nichts. Lass mich in Ruhe, du Killerkatze. Ich fall nicht nochmal auf dich herein. Der sucht noch seine Schwester, glaube ich, ne? So. Hier ist nochmal Skyloft. Sind wir jetzt fertig? Ich muss mal eben schauen, welche Himmelsrichtung. Ja, fliege ich erst nach das, was am weitesten weg ist. Also hier in der Richtung war es, glaube ich. Jo. Hey, Moment mal, das. Da ist ja ein Vogel. Das ist doch nicht vermisst, oder? Hi! Tatsächlich, das ist sie. Au. Hi, alles okay? Wenn das nicht Link ist, gut, dass du hier bist. Mein Vogel hat sich bei unserem Ausflug verletzt und kann nicht mehr fliegen. Irgendwie konnten wir hier zwar notlanden, aber jetzt kommen wir nicht mehr nach Hause. Ich kann allerdings sowieso nicht weg hier, bevor ich Verletzung versorgt habe. Und dafür brauche ich Medizin. Und zwar keine für Menschen, sondern spezielle Vogelmedizin. Kannst du bitte Vogelmedizin bringen, Link? Danke, du bist ein Lebensretter. Vogelmedizin bekommst du von meinem Bruder. Geh zu ihm. Bestimmt macht er sich Sorgen und wartet im Dorfplatz des Folgenhauses auf mich. Oh, du hast schon mit ihm gesprochen? Dann mach die Sache einfacher. Mein Vogel und ich warten hier und verlassen mich auf dich. Danke. Na gut, ich brauche dafür bestimmt eine Flasche noch. Gut. Dann hole ich mir eben noch schnell die Truhe. Und ich muss jetzt die anderen Truhen eh nochmal da entlang. Dass ich die jetzt doch so schnell gefunden habe, das war jetzt nicht geplant. Auf die Insel können wir gleich auch nochmal gucken. Da ist auf jeden Fall was. Ist das unsere Truhe? Ja. Oder? Nee. Die Sonne aktiviert. Oh Gott! Ja, scheiße, so war es nicht gedacht! Ja, der Vogel ist genauso blöd wie ich. Ich habe die Insel verfehlt, der Vogel rasen geht. Halt so. Hallo! Oh Gott, ich will von dir heute Nacht Albträume haben. Uiuiuiuiuiuiuiui! Komm doch her, junger Mann! Ihr fragt sich bestimmt, was ich hier zu treibe. Mag sein. Genau, das wollte ich hören! Ich möchte diese zu einem Ort machen, an dem die Leute Spaß haben können. Soll ich den Namen verraten? Den Roulette-Insel. Doch bis dieser Ort hier weit ist, gibt es noch einiges zu erledigen. Schau noch später mal vorbei. Oh. Nee, ach. Irgendwo. Ich glaube, die kleine Insel da vorne. War die da oben? Nee, das. Ich glaube, das da hinten ist nur ein Felsbrunnen. Ich glaube, das ist die Insel. Ich frage mich immer noch überhaupt, wie die Dinger schwimmen kann, weil. Ach, guck mal, das ist sogar noch eine Truhe.
Und... Wow. Ich habe gerade umsonst 100 Rubine ausgegeben. Und ich habe ein Itemlager? Ja, lol. Warte mal, warum kann man hier runterklettern? Ja, lol, hier sind einfach mal zwei Schätze. Gut, dann müssen wir jetzt nochmal zurück zum Wolkenhort. Da vorne. Ey, wo kommst du denn her, Kollege? Komm, ein bisschen Avanti hier, wir wollen heute was schaffen. Jetzt ein bisschen zu, Avanti! So, ich hoffe, ich bin jetzt nicht über den Markt abgesprungen, sondern ich wollte eigentlich beim Platz landen. Ja, natürlich ist das beim Markt. Ach! Da wollte ich doch hier vorne landen. So. Was? Du hast meine Schwester gesehen? Ihr Vogel ist verletzt und kann nicht fliegen? Oh nein, bringen sie sich ja schnell hier. Die Pirschmann sollen ihr Vogel helfen. Du trägst so viel mit dir rum. Schau, ein bisschen Platz in deiner Tasche und komm wieder. Was? Das ist doch jetzt... Mann! Da kauft man sich extra zu der Tasche und guckt trotzdem blöd in die Wäsche. Ach. So funktioniert das also. So, ich glaube, das war... Ach, die kleine Tasche kann man immer kaufen. Oh Gott, da habe ich 100 Rubine umsonst ausgegeben. Hey, wir kommen lecker. Moment mal, kommst du etwa wegen mir? Klar, Puppi. Was ehrlich? Das sagt doch jetzt nur so, um mir jetzt zu schmeicheln, oder? Aber ein wenig glücklich macht es mich ja schon. Zurück zum Geschäft. Möchtest du in meinem Lager nutzen? Jo. Also gut, nutzt du. Man merkt, die Frau ist voll motiviert bei der Arbeit. Ja, ja, vielen Dank und so. Ruf mich später an. Ja. Es gibt manchmal echt ein paar komische Frauen. Ich würde sagen, sie gehören dazu. Ja gut, wenn wir jetzt schon die Nebenquest da haben, dann machen wir einfach den nächsten Part bevor. Dann holt er einfach das Teil und danach betreten wir schon teils in der Dungeon dann so. So. Sie stammen vor einem gigantischen Pilz, mit einem kannst du Verletzungen des Vogels heilen. Wo wachsen denn hier Pilze? Damit geht der Vogel bald besser. Geht es ihrem Vogel bald besser. Und er kann aus eigener Kraft nach Hause fliegen. Bring den Trank zu meiner Schwesterchen. Die leere Flasche kannst du behalten. Pflass mir auf dich, Link. Ja, sehr schön. Einfach mal eine leere Flasche angekriegt. Nice. Wunderbar. So, wo war sie jetzt nochmal? Auf einer kleinen Insel. Ich frage mich immer noch, wo haben die Pilzsporen her? Hier oben. Beim großen Pilz habe ich noch nie was gesehen. Fang mich auf, schöne Frau! Okay, das war dezent daneben. Die haben mich wahrscheinlich noch einmal weggekickt in der Luft. Moin! Was war das denn gerade für eine Nummer, du Spacko? Ach, Pilzsporn, so ein Glück. Du hast mir die Medizin mitgebracht. Nicht geben, geben. Was gehe ich dafür? Danke, damit kann ich meinen Vogel versorgen. Es wird ihm gleich besser gehen. Alles klar, der Vogel ist jetzt high auf vom Pilz. Deswegen geht es ihm wieder gut, der spürt gar nichts mehr. Ich dachte schon, es wäre aus. Du hast uns wirklich aus der Patsche geholfen. Du hast meinem Vogel und mir das Leben gerettet. Tausend Dank.
Du hast mich trotzdem nie aufgefangen. Ach, stimmt. Ich hab's mit dem Herzteil so gehofft, aber 5 Juwelen in der Güte. Oh, schönes Ding. Ah, sind wir bei 10. Wir machen uns dann mal auf den Weg rückweg. Man sieht sich im Dorf. Ja. Gut, ich mache mich noch auf den Weg zu den zwei letzten Artefakte der Göttinnen. Ja, was zum Vogel? Wo fliegst du hin? Ja, natürlich fliege ich nochmal dagegen, alles klar. So, okay, wir müssen uns also Richtung des Lichtstrahls von Elden halten. Achso, ich bin runtergeflogen. Ich glaube, da ganz hinten die Insel ist, könnte sein. Warum sind denn hier so viele Tornados? Wow. Hier ist mir ein bisschen zu viel los, wenn ich ehrlich bin. Zwei. Ich bleib dabei, dieser Vogel und ich, ey. Jetzt fliegt da schon durch, du blödes Vieh. Ja, müssen gleich richtig sein. Da, diese Insel. Aber ist hier keine Kiste? Hm. Hier soll sie sein, aber ich sehe ja nichts. Ach, hier! Die. Money! Ja. Schönes Ding. Zum Glück habe ich vorher noch alles ausgegeben. Hi, wer bist du denn? Oh Gott. Oh, du bist Link. Ich bekomme hier nur selten Besuch. Das ist mein kleines geheimes Refugium, in dem ich meinen Sperrkunst trainiere. Ein, zwei bekannt als das Model vom Wolkenhaut. Ja, ja, das ist aber schon sehr lange her, mein Freund. Durch den ganzen Stress um meine Tochter habe ich ein paar Pfunde zugelegt. Was heißt hier durch den ganzen Stress um deine Tochter? Was hat das Kind damit zu tun? Deshalb trainiere ich täglich Bambus zu schneiden und halte mich wunderbar fit. Futterst du ein Kind, dauert die Süßigkeiten weg oder was? Wie sieht's aus, Link? Lust auf ein Training? Oh, machen wir mit. Ja, wollte ich hören. Also, dann mal los. Warte einen Moment. Ich glaube, ich habe etwas vergessen. Nee, richtig. Jetzt habe ich es wieder. Du musst einfach diesen Bambus-Kleinstück schneiden. Wollen wir doch mal sehen, wie viel du schaffst, bevor Bambus umfällt. Je mehr du geschneidest, umso höher ist die Chance auf einen tollen Preis. Also, was meinst du? 10 Rubine braucht was Süßes. Klar, ich bin der Meister des Blitzschnellhiebes. Hey! Ja, ja. Ich stelle mir einfach vor, das ist fei. Na, ich denke mal 30 wäre schon besser drin gewesen. Mhm, 28 mal geteilt. Was für Leistung jetzt? Ich immer jetzt nur ziehe meinen Hut vor dir. Hier ist der Preis. Und das war schon gut. Oh, blaue Feder ist schon ein bisschen seltener. Also wie gesagt, Leute, wenn ihr gerne was wisst, ihr könnt es mir gerne in den Kommentaren schreiben. Wo ich bei so welchen Spielen was abstauben kann. 28, ich versuche jetzt mal 30 zu erreichen. Vielleicht kriege ich dann noch was anderes. Ich weiß nicht. Ich mache mir Sorgen wegen Herzteile und so, ne? Nein! Hey! Toll. 17. Ich werde immer schlechter. Ja, das mache ich ein anderes Mal. Schreib es mir in die Kommentare, ob ich hier noch was kriegen kann. 30 Rubine. Sag mal, ist der blöd im Kopf, weil ich 17 Mal getroffen habe? Ich habe ihn... Echter Bambusfell sollte jedoch noch schon längeres Schwert haben, glaub mir.
Ah, okay. Der ist auch los, ne? Lustig. Sagt ihr längeres Schwert und was hat er denn? Katana. Das ist auch nicht gerade das längste Schwert. Trotzdem ist der Kerl ein bisschen blöd im Kopf, sonst hätte er mir nicht für eine schlechte Leistung mehr Geld gegeben, anstelle was ich ihm gegeben habe. So, ich glaube, das da vorne. Jupp. Ah, da war sie. Ich habe sie gerade kurz gesehen. Da oben. Und, was finden wir hier noch Hübsches? Irgendwas Brauchbares? Oh, bitte. Ach, wir noch Money. Money ist manchmal ganz schön. Ich würde mich natürlich echt jetzt nicht beklagen, wenn ich mal immer 200 oder 100 Euro auf der Straße finden würde, aber... Ah, und hier kommen wir auch nicht weiter. Ja, sieht aus, als ob man da irgendwie tauchen müsste. Ach ja, Freunde. So. Ja, wir haben jetzt schon gute Überlänge. Ich glaube, das lohnt sich jetzt nicht mehr. Wenn ich mich jetzt noch auf Rückweg machen würde, das Teil suche. Wir machen das mal im nächsten Part, aber ich werde mich jetzt schon mal auf Rückweg machen, damit wir im nächsten Part gleich nach dem letzten Schlüsselteil suchen können. Freunde, ich hoffe, euch hat es gefallen und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao.